Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den 7. Januar, Montag, und bei uns fängt der normale Wahnsinn an. Dementsprechend, bin ich noch nackig, die Haare müssen trocknen und wir haben jetzt 20 vor 7, genau. Die Kinder frühstücken gerade, hier fällt alles um. Wir hatten jetzt 2 Wochen Ferien und ich glaube jetzt so die letzte Woche hatten die Kinder das schön drin, bis 9 Uhr zu schlafen, waren allerdings abends auch lange auf, so bis 10, halb 11, kam immer drauf an, wie lange die Lust hatten, und ja, dann haben die morgens schön bis 9 Uhr geschlafen. Ja, jetzt ist wieder Schule und Kindergarten, das heißt abends früh ins Bett. Da habe ich sie gestern schon extra um 7:30 hochgeschickt, weil ich ja wusste, klar, Umstellung und so weiter, bis die schlafen. Beim Lenny kein Problem. Der kam um 8 Uhr runter, weil er auf Toilette musste, und hat dann geschlafen. Emma war bis 10:30 wach. 10:30. Ich habe gedacht, jetzt geht es los. Weil ich genau weiß, die kriege ich morgens nicht aus dem Bett. Naja, 10:30, dann habe ich sie mit nach oben genommen, weil da habe ich das besser unter Kontrolle. Ich bin ja selbst ermüdet gewesen. Aber die hat dann geschlafen und war alles gut. Ich habe, glaube ich, seit heute Morgen 4:30 wach gelegen. Warum auch immer. Vielleicht logischerweise auch die Umstellung bei mir, obwohl ich ganz normal wie sonst auch ins Bett gegangen bin. Ja. Gesundheit, Dankeschön. Habe ich wach gelegen. Udo musste heute früh weg. Der ist um 5:30 aufgestanden. Und 5:30 kommt Lenny dann da oben. Ich denke mal, das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann ging um 6:10 der Wecker. Mein Gott, das ist ein Video. Ging um 6:10 der Wecker und Emma ist verdammt gut aus dem Bett gekommen. Sieht morgen wieder anders aus, kenne ich von mir. Aber heute war alles gut. Ja, dementsprechend hatten sie jetzt länger Zeit, wach zu werden, alles. Und die frühstücken jetzt. Dann mache ich die jetzt gleich fertig, bringe die dann zur Schule und zum Kindergarten. Und ich muss anschließend noch schnell einkaufen, weil der Hund noch was braucht und wir brauchen Brot. Genau. Und dann habe ich mir was in meiner morgigen Wachheit was vorgenommen. Und zwar möchte ich jeden Raum, natürlich nicht heute an einem Tag, jeden Raum einzeln gründlich aufräumen. Da heißt Schublade auf, aussortieren, was brauchst du noch, was nicht, und weg. So ist die Theorie. Ich bin mal auf die Praxis gespannt. Ich meine, brauchen das die Räume? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Küche von innen. Die ganzen Backzutaten, die wurden nur noch reingeschmissen. Da muss ich mal gucken, was habe ich noch, was brauche ich noch und so weiter und so fort. Und ja, das habe ich mir mal so für die nächsten Tage vorgenommen. Mal sehen, wann, ob und wie ich das umsetzen werde. Ja, oder ob das einfach nur ein blöder Gedanke war, weil man ja einfach eben früh wach war. Keine Ahnung. So, ich werde mich jetzt auch noch fertig machen, Gesicht cremen und so weiter. Und Kamera laden. Aber ich habe guten Morgen gesagt. Da bin ich wieder. Kinder sind weggebracht. Einkaufen war ich auch. Leute, Leute, Leute. Die Regale sahen heute so aus, wie die letzten Wochen war. Es war ja egal wann und egal wo du hingegangen bist. Es war ja überall brechend voll in die Geschäfte. Und die Regale waren heute ratzeputzleer. Sogar der Hundefutter war leer. Also das, was wir fressen. Das, was wir fressen, genau, was der Hund natürlich frisst, war nicht da. Ratzeputz leer, so was habe ich noch nie gesehen. Also die hatten da heute gut Arbeit, um alles aufzufüllen. Und ja, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich Chaos beseitigen, denn hier, ihr steht auf dem Wohnzimmertisch, liegen ganz viele Erdnussschalen. Die Sofadecken liegen nicht richtig, denn die eine liegt am Boden, die liegt hier verdrieselt. Genau, dann stehen 2 Wäscheständer hier. Da hinten liegt ein Berg, der gewaschen werden will. Ich habe einiges zu tun. Ich mache erstmal Normalchaos, Beseitigung und mal gucken, wie viel Zeit mir da noch so bleibt.
Und jetzt wird nicht viel geschnackt, denn sonst schaffe ich wieder nichts. So, machen wir das mal so ganz nah. Die Kamera ist nämlich noch an der Ladestation. Und wir haben jetzt 10 nach 12. Ich habe jetzt auch was telefoniert und vorher habe ich hier grob alles aufgeräumt. Ich muss jetzt gleich noch einmal durchsaugen. Und irgendwann dann vielleicht meinen blöden Traum, nee, war ja Wahrheit, ne? Wirklichkeit irgendwann mal umzusetzen und die Schränke von innen machen. Staub geputzt habe ich auch. Ja, sieht soweit wieder alles gut aus. Essen vorbereitet habe ich auch, das mache ich dann gleich erst fertig. Weil das muss in den Ofen. Gibt ja lecker Salagne. Ach, Lasagne, jetzt sage ich das auch schon falsch. Und ja, das war halt eigentlich gewesen, mein Morgen. Zack, zack, schnell ist er um, ne? Genau, es regnet jetzt schon wieder, wie soll es anders sein? Und ja, dann gehe ich jetzt einfach mal hin und hole meine Kinder ab. Da bin ich wieder. Wir haben mittlerweile 3:15. Die Kinder sind alle wieder hier und Leute, die haben Hausaufgaben auf. Da fragst du, Halleluja. Aber auch die haben wir geschafft. Jetzt ist die Lasagne im Ofen. Ich werde jetzt noch durchsaugen. Und ja, erste Schul- und Kindergartentag waren super. Kinder hatten Spaß und ja, ist alles gut verlaufen. Ich bin hier gerade die Zahnpasten am Wegstellen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich saugen und habe jetzt ein paar Kerzchen angemacht. Schön romantisch. Nee, ich habe noch genug zum Abfackeln und ja, das mache ich gerade. Ich zeichne natürlich auch gleich die lecker Lasagne. Freue ich mich schon drauf. Und ja, mal gucken, was heute sonst noch ansteht. So sieht der erste Teil aus in der Küche. Und der zweite Teil sieht hier so aus. Jetzt zeige ich euch mal meine Vorratsschrank-Dingsbums. Ihr seht, ich habe noch nicht mal alle Teelichter verbraucht. Die riechen nach Pfirsich, die nach Apfel, obwohl ich der Meinung bin, die riechen gar nicht mehr. Dann habe ich noch ein ganzes Pack normale Teelichter. Hier ist noch eine Weihnachtskerze und hier ist eine Deutschlandkerze. Und ja, also so Duftdinger. Zack, da muss ich saugen, wie ihr seht. Ja, und hier sind auch noch Stumpenkerzen und ja, da habe ich noch einiges abzubrennen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich diese Kerze hier nehme, um die in dieses Glas hier zu verfrachten. Genau, die werde ich jetzt mal von Plastik befreien. Und dann werden wir die einmal anmachen. So, jetzt haben wir das umgebaut. Eigentlich ist das ein Sektkühler, aber ich habe da jetzt Kerzenhalter rausgemacht. Ich habe da jetzt unten so einen Untersetzer reingelegt, weil der Boden uneben ist. Und ja, jetzt ist das ein Kerzenhalter. So sieht's aus. Und hier, Prinzessin, passt auch auf, dass ich alles richtig mache. Und im Hintergrund seht ihr meine schöne Bügelwäsche. Mmh, lecker, lecker, lecker. Und noch kocht Eis. Ich wollte euch heute Abend noch einen schönen Abend wünschen. Ich wollte euch noch einen schönen Abend wünschen. Wir haben jetzt 19 Uhr. Und Steffi ist müde. Ich bin nichts mehr gewohnt. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir haben zusammen Mittag gegessen mit dem Papa. Der war heute um 3:30 da. Dann waren wir gerade fertig und dann habe ich dann so am Tisch gesessen. Ich bin kaputt, ich bin müde. Und das regnet schon wieder. Man soll ja nicht meckern, aber das nervt echt. Ja, dann haben wir eine Weile nichts gemacht und dann bin ich dann unten im Keller an meinen Nageltisch. Ist ja noch eine Tischplatte. Und dann habe ich das allererste Mal seit gefühlt 100 Jahren, das habe ich ja damals nicht mal gemacht, eine Schablonenverlängerung. Der Aufbau sitzt nicht richtig, glaube ich. Aber das war auch erstmal nur ein Üben.
So sieht der Nagel jetzt aus. Und erkennt man das so? Genau. Für das erste Mal bin ich echt zufrieden, weil die Nägel, die ich vorher drauf hatte, der erste Daumennagel ist genau an Heiligabend. Zack, war der auf einmal weg. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und die anderen beiden, glaube ich, war zu Silvester. Und dann habe ich sie alle abgemacht, weil die alle lose waren. Das habe ich auch nur mit dem Primer drauf gemacht, der dabei war. Und das war's. Und ich habe sonst auch immer einen Dehydrater benutzt und dann so ein Haftvermittler und dann Haftgel. Mein Gott, bin vergesslich. So ein Haftgel und dann erst den Aufbau dann modelliert. Ja, mal gucken, wie das so ist. Ich habe auch erstmal nur eingetestet. Ja, für mehr hatte ich keine Lust. Und irgendwas zu machen, wo man nicht zu 100% hinter sitzt, ist auch doof. Genau. Und ich werde mich jetzt auf die Couch schmeißen. Und das war dann für heute. Ich sag doch mal, bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute den 8. Januar, 8:30. Und ja, ich bin wieder zu Hause, Kinder fleißig weggebracht. Ich kann euch sagen, das war ein Morgen. Wir sind heute nicht aus der Federn gekommen, habe ich doch gestern gesagt. Heute, also gestern, war es super und heute klappt es nicht. Und ich habe wie immer recht gehabt. Wir haben den Wecker, glaube ich, dreimal weitergestellt, bis ich sagte, so, jetzt müssen wir aber aus der Federn. Die Kinder noch tief und fest geschlafen. Ja, die wollten natürlich nicht, hatten keine Lust, kann ich auch verstehen bei dem Wetter. Jetzt gerade ist es trocken, aber das hat gerade geschifft. Geschüttet ist kein Ausdruck, geschifft. Das kam, glaube ich, eimerweise da oben runter. Von der Haustür bis zum Auto war es klitschnass. Ja, und wenn es regnet oder eben doll regnet, ist ja überall Verkehrschaos. Dann war der eine Weg, keine Ahnung warum, auch immer Stau, gesperrt, wie auch immer, musste ich einen Umweg fahren. Dann habe ich den Großen weggebracht, dann die Ullige. Und das ist überall Verkehrschaos. Also das finde ich immer eine wahre Pracht. Und vor allen Dingen geil finde ich dabei die Fahrradfahrer ohne Licht. Die siehst du ja überhaupt nicht. Du siehst bei Regen ja schon sowieso schlecht aus der Seitenscheibe raus. Aber wenn dann noch die Fahrradfahrer kommen, einfach drüber brettern, 90% oder 95% Schüler, die mal irgendwann Fahrradführerschein gemacht haben, die brettern einfach drüber. Und dann die noch ohne Licht, die sind besonders geil. Also das ist kein Autofahren für mich. Da habe ich jedes Mal einen hohen Puls, weil ich immer denke, bitte fahr nie jemand um, also, ne, weil die kommen ja überall her, die kommen ja dann nicht nur von einer Seite, ne, die kommen dann ja auch noch von der Gegenseite. Ja, aber meine Kinder waren dann alle weggebracht und ich bin jetzt heile wieder zu Hause und jetzt kann ich runterfahren. Jetzt kann ich meinen geliebten Haushalt machen, Decken gerade machen, Spülmaschine ausräumen, saugen, was man so jeden Tag macht. Und ja, das war ein Morgen, das braucht man nicht. Und jetzt ist es trocken, ne, hätte das nicht auch morgen trocken sein können? Nein. Weil das ist ja dann auch immer noch schön dunkel dabei, dann siehst du ja sowieso wenig. Herrgott, Herrgott, Herrgott. Ja, heute Mittag ist wieder Schwimmen mit dem Kindergarten. Und ja, heute gebe ich zum Essen Salatteller. Die Idee kam nicht von mir, wie gut, dass es da Putenfleisch so gibt. Nee, wenn der Udo heute von der Arbeit kommt, dann machen wir Salatteller mit Putenstreifen und ja, das ist unser Essen dann. Wir müssen ja mal was ändern. Nein, ist jetzt nicht so, dass wir sonst nichts Salatmäßiges, so Gesundes essen. Aber ja, so ist das, ne? Muss auch mal sein. So, steht sonst heute noch was an? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, außer dass ich jetzt schon wieder müde bin, weil Nachtschlafen ist ja nicht. Ach so, könnt ihr erkennen, wie schön der glänzt? Ne, könnt ihr nicht erkennen, ne? Schade. Doch, so.
Habe ich noch nie gehabt. Also ich kenne das nicht, dass ein Nagel so schön glänzt. Tja. Ja, mal gucken, wann ich die anderen mache. Heute nicht. Ich übe ja noch. Und wie gesagt, das ist Schablonenverlängerung. Und die erste, die ich gemacht hatte, die ist mir abgegangen. Und die zweite, die war dann besser. Und ich weiß, ich muss üben, üben, üben. Und das werde ich auch. Und aber ich bin stolz darauf, weil das meine Hand ist. Nee, ich habe das mit meiner blöden Hand gemacht. Genau. Und dafür finde ich das richtig gut. Jetzt muss es nur noch halten. Genau. So. Jetzt habe ich genug gelabert am frühen Morgen. Wahrscheinlich 90% Dünnschiss. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich werde jetzt aufräumen. Guck mal, mein Freund ist wieder da. Guck mal, eine Meise. Was soll ich zu diesem Wetter sagen? Es ist stürmisch, es ist andauernd am Regen, obwohl da gerade mal eine blaue Fläche kommt, aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, so ein Wetter war im Herbst nicht mal. Ich habe wieder lecker Essen für die Wildvögel gemacht. Diesmal sind drin Spezial ist spe ganz ruhig. Diesmal ist Spezialfutter drin. Mehlwürmer habe ich reingemacht, geschälte Sonnenblumenkerne und Fettfutter. Ja, hier auch in die Tassen. Und dann habe ich so eine Tannenzapfe damit bestückt. Genau. Mal gucken, was die Wildvögel dazu sagen werden. So, da bin ich wieder. Wir haben das Schwimmen hinter uns gebracht und ihr glaubt gar nicht, wie müde ich bin. Ich mache nicht viel da im Wasser, außer mit den Kindern Bahnen für Bahnen zu laufen. Also die schwimmen und ich laufe. Aber das macht mich immer so müde und kaputt und vor allen Dingen meine Tochter. Und die ist dann sehr, vielleicht hört ihr sie gerade, sehr heulerisch. Auch müde. Man nennt es müde. Die Kinder nennen es anders, keine Ahnung. Ja, was habe ich denn heute Morgen gemacht? Ich habe aufgeräumt. Hier ist Action. Ich habe heute Morgen aufgeräumt und alles durchgesaugt und einfach mal gar nichts getan. Das war richtig geil. Doch mit meiner Mama telefoniert. Ja, und dann bin ich dann irgendwann los, den Großen abgeholt und dann zum Schwimmen. Der geht ja dann immer in den Kindergarten. Findet er wahnsinnig toll, aber wohin mit ihm, ne? Ich kann ja schlecht irgendwo stehen lassen. Ja, auf jeden Fall ihn dahin hingebracht, da sind wir schwimmen gewesen und ja, jetzt sind wir zu Hause, eine Kleinigkeit gegessen, jetzt werden Hausaufgaben gemacht und dann gibt es gleich den Gemüseteller. Und ich muss jetzt mal eben regeln, was die da machen. Udo hat seinen Salatteller selbst zusammengestellt. Was möchtest du mir jetzt sagen? Erbsen sind da drauf, Thunfisch ist da drauf, Käse ist da drauf, Karotte ist da drauf, Kidneybohnen, Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Ei. Das muss für 4 Tage reichen, wird das. Genau, guten Hunger, mein Und Junge. Fleisch. Genau, und Fleisch, Putenfleisch. Und meiner sieht so aus. Und meiner sieht so aus. Und deiner sieht so aus. Er muss sich die Teller noch befüllen. Wir lassen es uns schmecken. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Mittwoch, den 9. Januar. Und mittlerweile 8:30 Uhr. Den Lenny, den haben wir schon weggebracht. Die Emma hat heute etwas später. Die geht gleich in den Kindergarten. Ja, es ist kalt. Wir haben 2 Grad. Aber Regen dabei. Und ja, wenn die Emma jetzt gleich weggebracht ist, muss ich einmal kurz in die Stadt und dann zu Hause hier den dezenten Wahnsinn aufräumen, Decken machen,
Und hier kündigt sich schon wieder irgendwas an, an dem dicken Kolben, damit er noch größer wirkt. Ich sag ja, ich hab's immer. Ja, sonst ist noch nicht viel passiert. Ist ja auch noch früh. Und lassen wir uns mal überraschen, was heute so ist, ne? So, da bin ich wieder. Wir haben 15 Uhr und heute ist irgendwie nichts so gelaufen, wie es laufen sollte. Also wie gesagt, Emma habe ich dann irgendwann weggebracht. In der Stadt habe ich nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Und ja, dann war ich dann zu Hause und dann hat meine Mutter gefragt, wo ich kurz rumkomme. Ja, aus dem Kurz ist dann 2 Stunden geworden. Habe ich dann anschließend von dort aus dann die Kinder abgeholt, sind jetzt hier zu Hause, haben direkt Hausaufgaben gemacht und eine Kleinigkeit gegessen, also eine Double. Und jetzt sitzen die Kinder auf dem Sofa im Wohnzimmer und ich werde jetzt die Bude schnell machen. Ja, wie gesagt, ich werde die Bude machen, gleich wenn der Udo kommt, da wird es dann Hähnchenschenkel geben. Und ja, das Wetter, das ist heute, heute Morgen hat es geregnet, dann schien eine ganze Zeit lang die Sonne, das war richtig schön, aber das ist windig und kalt, ne? Ja, aber die Sonne, die war schon richtig schön. Also ich wünschte mir jetzt schon, wir hätten Frühling. Ja, das kommt aus meinem Mund, Frühling ist schön. Sonne, dann hat man noch mehr Lust und die Launen sind besser und ja, und nicht so depressives Wetter. Okay, wenn ich jetzt die Leute sehe, die da hoch Schnee haben, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt zu Weihnachten, jetzt nicht mehr. Da bin ich jetzt eigen. Genau, wusch, kommt der Schnee von oben und ich komme die Tür nicht mehr raus, da habe ich davon. Nee, ja, ich werde jetzt aufräumen, dann muss ich definitiv heute Pinsel waschen. Ja, Pinsel waschen, aber mache ich ja gerne, also von daher geht's ja. Und, was wollte ich denn noch gesagt haben? Ich habe hin und wieder, habe ich so Gedankenlücken. Pinsel waschen, eine Wimper aus meinem Auge holen. Ach ja, und dann habe ich ja gesehen, ich habe nächste Woche schon Geburtstag, ist keine Werbung, nur mir ist aufgefallen, ich war echt erschrocken, dass wir da schon wieder Mitte Januar haben. Wo ist der Januar hin, hallo? Ja, und dann habe ich dann heute erfahren, dass Udo und ich an meinem Geburtstag nächste Woche essen gehen dürfen. Wir zwei alleine, meine Eltern passen auf die Kinder auf. Da freue ich mich schon mega drauf. Das ist das nicht das größte Geschenk, aber das ist ein Geschenk für mich. Denn das gibt es leider Gottes nicht so oft. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja, Lust und Laune ist keine Ahnung wo. Auf jeden Fall nicht bei mir. Bock habe ich nicht, aber ich muss ja. Ich muss ja mal ein bisschen tun hier. Und ja, dann werde ich dann jetzt mal losstarten. Da ist mein Freund wieder weg. Da seht ihr den in dem Grünzeug drin. Ah, er hat sich rechts vor der Tannenzapfe erschreckt. Na, mal gucken, ob die vielleicht doch noch interessant wird. Pinsel sind auch gewaschen, die trocknen jetzt hier. Dann habe ich sie wieder sauber. Spülmaschine läuft auch. Und jetzt warten wir, dass der Ofen heiß wird und dann machen wir lecker Hähnchenschenkel. Juhu, wir haben jetzt 18 Uhr. Wir haben Abendbrot gegessen und ich habe vergessen, euch zu zeigen, wie mein Hähnchenschenkel aussah. Aber ich glaube, das kennt ihr aus Videos davor. Da könnt ihr euch doch schon sehr gut vorstellen. Ja, heute wird nicht mehr viel passieren. Mein Vögelchen hat sich nicht mehr an die Tannenzapfe da getraut, aber das kommt bestimmt noch. Spätestens dann, wenn der Hunger riesengroß ist. Genau, immer schön weiter beobachten. Und ja, ich wollte euch einfach nur einen schönen Abend wünschen, denn ich werde jetzt alles zusammen frickeln, hier an dem Video zusammenschneiden. Und dann hochladen,
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, gerade wann ihr das seht. Für mich ist es ein schöner Abend. Und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.